Hallo, meine lieben Mittelalterfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind jetzt hier im Kloster und sind jetzt gerade nachts um drei aufgewacht. Aber die anderen schlafen alle irgendwie noch. Keine Ahnung warum. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass nach unserem kleinen Kl Warum habe ich diese Waffe? Ich weiß es nicht. Dass nach unserem kleinen 3 Uhr morgens Tagesbeginn Büchlein hier wir definitiv hier irgendwie mehr Leute zu erwarten. Warum habe ich diese Waffe? Ich weiß es nicht, aber die war vorher nicht da. Ich habe gerade eben nur das Spiel neu gestartet. Schnarch. Okay. Entschuldigung, ich musste gerade immer husten. Ja, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Also, wir müssen jetzt Richtung 4 Uhr zum Morgengebet. Das wird wahrscheinlich da unten stattfinden. Was ist denn das hier? Oh. Ich könnte das hier knacken, wenn ich Dietrich hätte. Verdammt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier vorgehen soll. Was ist denn das? Warum ist da... Ich meine, das Ding sah eindeutig so aus. Ne? Ich sehe, da ist irgendwas. Gehe in der Maus drüber und auf einmal steht öffnen. Ich meine, hier fehlt eine. Quest abgeschlossen, weltliche Güter. Ich habe einen Dolch. Ich habe eine Gesarme. Ich habe keine Ahnung, warum ich die habe, aber ich habe sie. Und ich habe das Necronomicon. Ach du Scheiße, warum? Ich sollte mich besser damit nicht erwischen lassen. Warum habe ich jetzt ein Necronomicon? Ich schwöre euch, ich hatte keine Ahnung, was da ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin hier nur rumgelaufen. Und sehe, das ist eine komische Platte. Geht hin. Ich dachte, da wäre ein Schrank aufgrund dieser komischen, also dieser Situation. Ne? Du kommst hier so drauf zu, ich laufe so, das sieht besonders aus aufgrund der Lichtverhältnisse. Auf einmal gehst du da drüber. Und auf einmal ist das hier ein Versteck, ey. Ein Zierdolch. Soll ich jetzt noch herauskriegen, wem das gehört? Ich glaube nicht, oder? Erledigt. Mal gucken. Aktivitäten? Ist da irgendwas, was darauf hindeutet? Ich glaube nicht. Ich kann halt auch leider nicht danach suchen, ne? Ja, wenn ich W mache. Toll. Das gehe ich ja alles durch. Ich gehe mal alles kurz durch. Das Ding hieß ja da, weltliche Güter. Ich habe im Kloster ein Geheimversteck entdeckt. Ja. Na, das wird ja garantiert Rabatz machen. Oh, ich sollte, glaube ich, nicht rumrennen. Was, ich missachte meinen Tagesplan? Das stimmt doch gar nicht. Es stimmt nicht, dass ich meinen Tagesplan missachte. Ich gehe jetzt zur Messe. Pass auf, wo du hingehst. Das Spiel lügt mich an. Ich soll jetzt hier zu dieser morgendlichen Messe gehen und das ist ja wohl hier. Würde ich jetzt erwarten. Morgengebet oder sowas in der Art. Oder bin ich jetzt hier doch falsch? Kleiner Nebenaltar. Kanzel. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Kann mir das Spiel das vielleicht mal anzeigen oder sowas? Die Nadel im Heuhaufen. Joa, kriegst du überhaupt keine Informationen. Wisst ihr, sie könnten mir wenigstens den Raum zeigen. Ah, okay, Aufgabe begonnen. Begib dich
für Gebet und Messe in die Kirche. Okay. Ja, bin ich doch jetzt. Ich würde behaupten, dass ich in der Kirche bin. Warten wir mal. Wir sind nämlich schon da, ein bisschen früher als die anderen. Und dann müssen wir bei Gelegenheit mal rauskriegen, was wir tun müssen. Ich bin mal echt gespannt, ob wir diese Aufgaben wirklich erfüllen müssen, die da auf uns zukommen. Was ist das? Keine Ahnung. Sieht irgendwie was nach was Reliquienartigem aus. Kann ich mit dem reden? Der Prior! Das ist kein günstiger Zeitpunkt für Fragen. Entschuldigung. Verzeiht. Ich bin doch so neu und unwissend. Man merkt, dass das schon ziemlich unhöfliche Leute sind, ne? Ja, wie bete ich jetzt? Wie bete ich? Ich stehe jetzt hier einfach rum. Warum bin ich eigentlich der einzige Depp, der jetzt hier mit dem Prior beten muss? Was sagt denn hier mein Klosteralltagsbuch? Besser jetzt nicht das Necronomicon auspacken. Okay, um 6 Uhr Gemeinschaftsessen. Und dann muss ich in die Werkstatt. Ach, jetzt kommen sie. Draußen regnet's. Schön langsam, Bruder. Was denn? Du rempelst mich an. Okay. Komm alle her. Ich meine Hände eigentlich irgendwie. Nö. Ich bin immer noch müde übrigens. Wir haben nicht genug geschlafen. Wie hat es geheißen, man lernt Schlaf schätzen, wenn man hier in der Kirche ist, im Kloster. Weiter. Ja. Was? Warum hat er das gesagt? Wie
Der kam zu spät, ich hab's genau gesehen. Schleicht sich hinten rein. Tja, willkommen beim gregorianischen Gesänge-Simulator. Wie geil in Szene gesetzt. Ich wollte das eigentlich gar nicht unterbrechen, aber dann habe ich gesehen, wie da drüben der Junge da reingeschlichen ist. Das ist Lukas, keine Ahnung, ist das vielleicht Antonius? Ich nehme an, dass es ist. Nee, das ist Antonius. Ich habe die alle noch nicht so wirklich raus. Mal auf die Uhr gucken. Ja, gleich haben wir's. Wir stehen 2 Stunden lang stehen die hier rum und beten. 1 Stunde haben sie gesungen und 1 Stunde meditieren sie jetzt wahrscheinlich. Naja, manch einer würde wahrscheinlich behaupten, das geht so Richtung Schlafen nochmal. Im Stehen einfach mal schlafen. Sagst du bloß nicht anfangen mit... Ein bisschen störend im Hintergrund fand ich, dass die Musik die ganze Zeit dann doch läuft. Da hätte ich es ganz cool gefunden, wenn die Entwickler es geschafft hätten, hier drinnen dann in diesen Momenten die eigentliche Spielmusik zu unterbinden. Aber ist okay. Oh, der Prior läuft rum. Darf man jetzt schon gehen? Nee, noch nicht. Ich denke mal, dass man die Aufgabe jetzt hier gleich aktualisiert wird. Das Coole finde ich, dass mir das Spiel jetzt halt doch zeigt, wo ich hin soll, ne? Das A zeigt mir das. Also nehme ich mal an, dass jetzt hier gleich nochmal ein rotes, ein blaues A kommt. Nur dann eben zum Essen zeigt. Tja, da gehen jetzt so nach... Gehen die jetzt nach Rangfolge oder sowas? Ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall schon mal 2 gegangen. Boah, sind das viele. Ich widerstehe dem Drang, jetzt hier jemanden anzusprechen. Circator Stribor. Was für ein Scheißwetter draußen. Ich wüsste, ich stehe jetzt hier gleich am ersten Tag und ich habe das Necronomicon gefunden und stehe jetzt hier in der Kirche und habe das Necronomicon so da, 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 da. Ja, nicht versehentlich was auf Latein daraus vorlesen. Sonst machen wir die Pforten zur Hölle auf. Ich glaube, wir können gehen. Oder? Ja, noch nicht ganz. Noch wurde meine... Jetzt. Speise mit den anderen. Okay. Joachim. Bin mir immer noch nicht sicher, wer es ist. Ich glaube, es ist... was, der Joachim? Irgendeiner von denen? Also entweder es ist gleich der Antonius oder es ist der Dingens da, der so viel zu verbergen hatte. Der nicht reden wollte. Der eine da, ich glaube, das ist dessen Schatz, den wir da gefunden haben. Ich glaube, das ist... Nee, kann eigentlich gar nicht sein. Ich weiß es nicht. Also wir haben es auf jeden Fall abgeschlossen. Ich weiß allerdings nicht, wem dieses Buch jetzt gehört. Ich glaube, ich darf jetzt einfach wirklich hinlaufen. Ich meine, die Quest sagt mir es ja nicht. Ich renne ja nicht. Murren und Widerrede ausgeführt wird. Denn der Gehorsam, den man den Oberen leistet, wird Gott gelöst. Wenn aber der Jünger verdrossen gehört, also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen murrt, so findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt, gleich morgens hier ordentlich mal eine Portion. Der das Murren seines Herzens war. Eine ordentliche Portion Linsensuppe. Empfängt er keinen Lohn, sondern der Strafe der Murrer. Ein namenloser Mönch sitzt da vor uns. Der Novize Lukas. Tun wir, was der Prophet sagt. Ich sprach, ich will auf meine Wege achten, damit ich mich mit meiner Zunge nicht verfehle. Ich stellte eine Wache vor meinen Mund. Ich verstummte, demütigte mich und schwieg sogar vom Buch. Hier zeigt der Prophet, man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche verzichten. Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde von bösen Worten lassen. Mag es sich also um noch so gute, heilige und aufbauende Gespräche handeln, vollkommenen Jüngern
werde nur selten das Reden erlaubt, wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Oh Gott, Bedeutung der Schweigsamkeit. Ganz im Ernst, das ist komplett gegen die menschliche Natur zu schweigen, was da im Grunde passiert. Aber naja, wie gesagt. Es hat sich ja final nicht durchgesetzt. Sagen wir es mal so. Boah, wie lange essen wir denn? Tja, so kriegt man auch Spielzeit, ne? Wie lange geht denn das eigentlich? Oh, ich kann gar nicht. Ich kann jetzt gerade eben nicht mal irgendwas machen. Ich kann höchstens aufstehen und dann wahrscheinlich Ärger kriegen wie Sau. Wegen des heiligen Dienstes, den sie gelobt haben, oder aus Furcht vor der Hölle und wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens, darf es für sie nach einem Befehl des Oberen kein Zögern geben, sondern sie... Insomniker, was ist denn das? Ich habe jetzt irgendeinen Achievement bekommen, wahrscheinlich, weil ich es wirklich durchhalte, hier rumzusitzen. Das kriegt wahrscheinlich nicht jeder auf Anhieb hin. Wird Gott erwiesen. Wenn aber der Jünger verdrossen gehorcht, also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen murrt, so findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt, doch keinen Gefallen bei Gott, der das Murren seines Herzens wahrnimmt. Für solches Tun empfängt er keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der Murrer, wenn er nicht Buße tut und sich bessert. Die Strafe der Murrer, was? Benedicti, Kapitel 6. Die Schweigsamkeit. Tun wir, was der Prophet sagt. Ich sprach, ich will auf meine Wege achten, damit ich mich mit meiner Zunge nicht verfehle. Ich stellte eine Wache vor meinen Mund. Ich verstummte, demütigte mich und schwieg sogar vom Gut. Hier zeigt der Prophet, man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche. Die Aussage ist total sinnbefreit. Warum hat er sich dazu entschlossen, nichts zu sagen? Warum? Das muss man doch hinterfragen. Wenn man den Sinn hinter so einer Tat verstehen will, warum hat der Prophet geschwiegen und sogar nicht mal über das Gute gesprochen? Man kann ja auch interpretieren, dass er vielleicht damals sogar einen Fehler gemacht hat, das zu tun. Man muss den Gesamtkontext bei sowas betrachten und nicht nur eine einzelne Zeile oder einen einzelnen Absatz. Vielleicht warnt er ja geradezu sogar davor, so sehr zu schweigen, dass man nicht einmal mehr über das Gute spricht. Das könnte man auch aus so etwas herauslesen. Aber das findet hier offensichtlich nicht statt. Ich würde diese Textzeile gerne mal lesen. Wo das herkommt. Haben wir es jetzt bald? Auf jeden Fall geht der jetzt endlich. Ich frage mich, hat der zuerst essen dürfen, um jetzt zu lesen? Oder ist der jetzt erst noch allein? Keine Ahnung. Die sitzen ja alle rum. Haben alle diesen Mönchskranz da oben. Ah, der hat ihn sogar natürlich. Der übertreibt es da drüben, der Junge. Und der gehört zur Diebesgilde. Der setzt jetzt nicht mal seine Kapuze ab. Ja, was ist denn jetzt mit dem Essen? Es wäre cool, wenn sie es geschafft hätten, das irgendwie noch so darzustellen, als ob dann quasi wirklich da was davon im Löffel drin wäre. Sobald sie es reinschaufeln. Also es muss ja nicht leer werden, aber es wäre cool gewesen, wenn sie es hingekriegt hätten. Wow, geil, geschafft. Geh zu dem Arbeiten in die Werkstatt, melde dich bei Bruder Nevlas am Alchemietisch. Was ist das? Soll ich Alchemie machen? Okay. Eine ganze Stunde gegessen. Entweder du isst extrem langsam oder du wirst dick. Hallo, Bruder Konstantin. Darf ich den jetzt eigentlich ansprechen? Jetzt los. Warum wird die Musik so komisch? Ich glaube, ich habe versehentlich vorhin schon was im Necronomicon vorgelesen. Hier beamen sich Leute. Salve, Gottlob. Salve, Gottlob, ja. Jetzt muss ich irgendwie... Muss ich da runter? Ich
Ich muss jetzt zur Werkstatt. Ich würde mal annehmen, dass es unten ist. Das ist jetzt eine reine Raterei, die ich mache. Weil oben war ich ja schon und da ist es nicht. Das weiß ich. Oh, hier darf ich gar nicht sein. Da werden die sogar richtig grantig, wie ich gerade gesehen habe. Das rote, du darfst ja nicht reinzeichnen. Also muss es doch irgendwie da oben sein und dann da oben jetzt aus meiner Sicht links. Ich missachte gar nichts, Spiel. Ich muss noch höher. Hallo? Jetzt. Ich hätte, glaube ich, da drüben schon abbiegen müssen, oder? Wahrscheinlich hätte ich hier abbiegen müssen. Super. Gleich am ersten Tag zu spät kommen. Zu Bruder Nevlas muss ich. Da. Ich bin Novize Gregor. Ich weiß. Ich habe dich bei der Zeremonie gesehen. Ich bin Nevlas, der Vorsteher. Ich kümmere mich um den Klosterbesitz und auch um den Handel mit der Außenwelt. Heißt das, du darfst das Klostergelände verlassen? Nein, ich führe nur Listen und schicke sie nach draußen. Das ist ja mal interessant, der geht auch nicht raus. Ich frage ihn jetzt erstmal, ne? Erzähl mir von dir. Ich bin der Vorsteher dieses Klosters. Eigentlich sollte ich Sorge tragen, dass wir bescheiden leben und Überschüsse an Bedürftige verteilen. Aber in Wahrheit bewahre ich das Kloster davor, dass die Völlerei meiner Brüder und der Bau der neuen Kirche nicht alles verschlingen, was wir haben. Ich verstehe. Ich interessiere mich für die Wahl des neuen Abtes. Nicht nur du. Alle sind deshalb so aufgeregt, dass keiner mehr darüber nachdenkt, wie wir aus diesem Kloster einen besseren Ort machen könnten. Was ist denn nicht in Ordnung hier? Viele der Brüder denken lieber an ihren Bauch als ans Beten. Die Älteren verbiegen die Ordensregeln, wie es ihnen passt. Umso mehr treiben sie die Novizen zu einem vorbildlichen Leben an. Die Sünde hat hier längst Einzug gehalten, genau wie außerhalb der Mauern. Ja, ist kein Wunder. Damals sind ja wirklich viele Leute allein nur deswegen ins Kloster gegangen, weil sie wussten, dass die Welt draußen grausam und gefährlich ist. Und innerhalb eines Klosters gab es nun mal Regeln, Struktur und vor allem Nahrung und Bier. Man durfte zwar nicht allzu ausschweifend feiern, aber man hatte ein wirklich gutes, ausfüllendes Leben. Teilweise auch, was den Bauchumfang angeht. Welche Sünden meinen Sie denn? Von welchen Sünden sprichst du? In der Bibel steht geschrieben, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es steht mir nicht zu, über die Sünden anderer zu sprechen, Gregor. Ich verstehe. Bruder Johann, wer ist denn das nochmal? Oh. Warum willst du abwerden? Weil ich dieses Kloster nicht sehenden Auges ins Verderben schicken möchte. Wanderprediger sprechen vom korrupten, schwarzen Herzen der Kirche und ich kann's ihnen nicht verdenken. Ich möchte die Dinge verändern und dem Kloster seine Bedeutung zurückgeben. Verstehe. Was kannst du mir über Abt Peter sagen? Peter ist ein guter Politiker und Hirte. Aber wie du bereits weißt, ist er auch alt und gebrechlich. Die anderen Brüder haben ihn schon abgeschrieben, während ich noch Hoffnung hege. Aber du, Bruder, du hast nichts mit den Spielchen deiner Oberin zu schaffen. Würdest du mir bei etwas helfen? Ui. Ich interessiere mich für die Medizin und ich weiß, es gibt ein Heilmittel für die Krankheit des Abtes. Mit deiner Hilfe könnte ich mehr herausfinden und Peter noch einige weitere Jahre bescheren. Was sagst du? Das ist ja mal interessant. Wofür brauchst du da für mich eigentlich? Das ist ja die entscheidende Frage. Wofür brauchst du mich? Um an das Rezept für dieses Heilmittel zu kommen, müssen einige Regeln gebrochen werden. Die meisten Brüder glauben, eine Krankheit ist eine Nachricht Gottes und wir dürfen seinen Willen nicht missachten. Ich aber glaube, da Gott uns nicht nur Krankheiten schickt, sondern auch Heilmittel, sollten wir die Menschen von ihren Leiden befreien. Das Heilmittel für die Krankheit des Abtes könnte in einem der Bücher unserer Bibliothek verzeichnet sein. Aber es befindet sich unter den verbotenen Büchern.
den Libri Prohibiti. Ach, wie praktisch, ja. Warum sind sie verboten? Weil sie von okkulten und dämonischen Riten berichten, von Hexerei und dem Bösen. So sagt man zumindest. Aber das ist Unsinn. Ich rede hier von einem Buch der Medizin, wenn auch von einem Heiden verfasst. Ibn Sina oder Avicenna ist weithin als weiser Mann anerkannt. Aber irgendwann beschloss jemand, dass sein Buch die Arbeit eines sarazenischen Teufels ist und weggeschlossen gehört. Seitdem darf nicht einmal darüber gesprochen werden. Aber die heiligen drei Könige kamen auch aus dem Osten, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Aber man macht sich die Welt halt, wie sie einem gefällt, ne? Ja, das ist auch der Grund übrigens, warum wir im Mittelalter eine ganze Weile gebraucht haben, um überhaupt in die Renaissance überzugehen. Und weshalb die Renaissance im Grunde eigentlich in Bereichen wie Italien begonnen hatte. Die hatten nämlich schon ganz, ganz starke Einflüsse im Mittelalter aus dem Nahen Osten, aus dem sarazenischen Bereich. Und die waren damals, also wissenschaftlich, absolut führend. Und wir waren Hinterwäldler. Wo finde ich es? In der Bibliothek steht ein großer Schrank mit einem Schloss. Darin befinden sich die verbotenen Schriften. Den Deckel des gesuchten Buches zieren nicht nur lateinische, sondern auch sarazenische Lettern. Bring es mir. Aber fass die anderen Bücher nicht an. Niemandem wird auffallen, wenn nur ein Buch fehlt. Aber bei mehreren sieht es schon anders aus. Irgendjemand würde nachforschen und das wollen wir vermeiden. Okay, das heißt, ich kann also wirklich nur das eine Buch holen. Gibt es etwas, das mir dabei helfen könnte? Ein Schlüssel zum Schrank befindet sich in der Kammer des Priors. Der Bibliothekar hat vielleicht einen weiteren. Oder du besorgst dir Dietriche. Ich wüsste allerdings nicht, wo. Vielleicht kann der Kellerer helfen. Oh Gott, jetzt weiß ich, warum die Frage existiert, hast du Dietriche? Warum tust du es nicht selbst? Weil mein hohes Amt es nicht zulässt und ich eines Tages selbst abwerden möchte. Kannst du dir mich vorstellen, in finsterer Nacht auf der Suche nach einem verbotenen Buch? Du könntest doch darum bitten. Glaubst du, das hätte ich nicht versucht? Leider ist Bibliothekar Cyrillus ein störrischer Esel. Ach du Scheiße, das heißt also, er verdirbt jetzt gleich mal sozusagen den Neuling und schickt ihn in sein Verderben, auf das er gleich im Grunde keine Chance mehr hat, wenn es schief geht. So ein typisches Bauernopfer. Na gut. Nun gut. Noch etwas. Tagsüber ist immer jemand in der Bibliothek. Damit dich niemand sieht, solltest du nachts hingehen. Sie ist zwar verschlossen, aber du wirst schon einen Weg finden. Es heißt, der Kellerer verstünde sich auf Schlösser. Sag ihm aber nicht, was du dort willst. Wenn du das Buch hast, bring es mir. Ich stelle dann Abt Peters Medizin her. Dann hört der Trubel um die Abtwahl endlich auf. Das wäre vielleicht sogar ganz sinnvoll. Na gut, jetzt sind wir hier, um zu arbeiten. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Heute sollst du zwei Tränke brauen, die die Verdauung anregen. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Okay, ich soll also jetzt zwei Tränke brauen. Wo ist der Alchemietisch? Wo ist er? Hallo, wo ist der Alchemietisch? Wo zum Teufel ist der Alchemietisch? Da hinten sieht's so aus. Zwei Tränke soll ich also brauen. Und welche Tränke sind das jetzt, um Gottes Willen? Nein, das ist es nicht. Nebenquest. Libri Prohibiti. Das mach ich mal weg. Ruhe sein Stück Heiligkeit. Aktivität. Weg mit. Keine Ahnung, ich soll jetzt halt einfach zwei Tränke brauen. Na, dann gucken wir mal, welche sind denn das? Trank des Verderbens. Nee, irgendwas mit der Verdauung. Ein Zornestrunk. Verdauungstrank, zwei Stück. Zweimal Kamille, einmal Minze, Basis Alkohol. Okay. Minze, Kamille, Basis Alkohol. Moment, jetzt muss ich allerdings dann erstmal. Ach Gott, das Zeug dafür finden. Wo ist es denn? Minze, Kamille, Basis Alkohol. Kamille. Komm, nehmen wir mal hier. Vier. Zweimal Minze. Ich hoffe, das klappt, Leute.
Wäre extrem cool, wenn wir das schaffen würden. Also gut, dann würde ich mal sagen, wir machen das dann beim nächsten Mal. Ne? Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüssi und ade.